Also es gibt sehr viele spannende Dinge auf unserer Welt. Zum Beispiel vergeht die Zeit langsamer, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Oder man fragt sich vielleicht, woher nimmt die Sonne die ganze Energie her? Oder warum halten Atomkerne zusammen? Und ich habe gehofft, wenn ich Physik studiere, dass ich vielleicht diese Sachen besser erklären kann. Also der Fokus am Anfang liegt auf zwei Dingen. Einerseits lernt man die ganzen physikalischen Themengebiete in mehr oder weniger historischer Reihenfolge. Mechanik, Wärme, Elektrizität, Magnetismus und Optik und so weiter. Und nebenbei hat man einige Mathematikkurse, um ein solides Basiswissen aufzubauen, da die Mathematik überall vorhanden ist und benutzt wird, um diese ganzen physikalischen Gesetze zu beschreiben. Gegen zweite Hälfte des Studiums kommen dann modernere Themen hinzu, wie Teilchen, Atome, Moleküle oder Festkörperphysik. Überraschend waren für mich Vorlesungen zu Programmieren in der Physik, da ich nicht erwartet hätte, dass Programmieren in den Naturwissenschaften mehr oder weniger selbstverständlich ist. Im Prinzip wird man in diesem Studium zum universellen Problemleser für Fragestellungen in der Natur ausgebildet. Also ich bin eine Tüftlerin, ich löse furchtbar gern Problemstellungen und im Rahmen vom Physikstudium stoßt man ständig auf neue Fragen. Und die kann man sich entweder selbst beantworten oder man findet jemanden, der die Sachen erklären kann. Und ich habe einfach das Gefühl, ich lerne immer ständig was Neues dazu. Und außerdem ist unser Studium sehr kooperativ. Das war immer schon so. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir ähnliche Interessen haben. Als mir klar wurde, wie viele Naturphänomene sich durch die Anwendung physikalischer Gesetze in mathematischer Form voraussagen lassen, ich hatte nicht die leiseste Ahnung davon, dass sich im Prinzip alles berechnen lässt. Dass man sich viel mehr zutrauen sollte. Also besonders am Anfang sind die Vorlesungen schon manchmal sehr kompliziert und die Übungen super schwierig. Und statt dass man verzweifelt, sollte man sich einfach Zeit nehmen, Leute fragen, Sachen einfach ausprobieren und sich ein bisschen was zutrauen. Oft kann man komplizierte Probleme in viel einfache Probleme aufteilen und dann schafft man am Ende viel mehr, als man sich ursprünglich gedacht hätte. Für mich sicher Zeiteinteilung. Also das Studium ist sehr kompliziert und ich bin sehr ehrgeizig und dementsprechend brauche ich manchmal sehr viel Zeit, um die Dinge zu verstehen. Und gleichzeitig gibt es USI-Kurse, wo man ganz viele Sportarten ausprobieren kann. Es gibt fast auf jeder Fakultät ein Fest und in der WG ist eine gute Stimmung. Und irgendwie, also manchmal macht es Sinn, eine Prüfung zu verschieben und einfach eine entspannte Zeit zu haben. Aber umgekehrt macht es auch manchmal Sinn, wenn man nach dem ersten Bier heimgeht und sagt, ich lerne morgen wieder. Und das ist nach wie vor das Schwierigste, dass man da eine Balance findet. Ich befinde mich gerade am Ende meines Masterstudiums Technische Physik und möchte nach meinem Abschluss ein Doktoratstudium im Thema Theoretische Plasmaphysik anschließen.